Diese Saison dreht sich das Trainerkarussell in Höchstgeschwindigkeit. Neben Tedesco und Reis ist auch Thomas Tuchel überraschend geflogen. Und viele weitere sonst so stabile Sitze wackeln. Was passiert in Leverkusen? Und kann Nagelsmann weiterhin den Ansprüchen des FC Bayern gerecht werden? All das und mehr jetzt bei @broski. Der FC Bayern München ist in einer kleinen Formkrise. Kann man das so sagen, Marlon? Ja, definitiv. Also ich glaube, es hat vielerlei Gründe. Der größte Grund ist Robert Lewandowski, meiner Meinung nach. Also sie haben nicht den einen vorne, der so überragend ist, dass er alle Dinger reinhaut. Ich weiß nicht, wie oft Levi das 1-0 gemacht hat. Das ist für mich tatsächlich das allergrößte Problem. Sie nutzen aktuell ihre Chancen nicht. Wir haben es in Augsburg gesehen, da können sie, glaube ich, 4-5-0 gewinnen, wenn sie vorne einen guten Tag haben. Den haben sie nicht und da verlieren sie 0-1. Mit Levi bin ich davon überzeugt, wäre das nicht passiert, da hätten sie viel mehr Punkte auf dem Konto. Du sprichst es an. Ich würde sagen, wir gucken uns, um das alles einzuordnen, mal als erstes die Highlights an von Bayern gegen Augsburg. Auch defensiv sehen wir hier, gibt es Probleme tatsächlich. Wir haben es auch gegen Barcelona gesehen. Hätte Barca vielleicht einen etwas effizienteren Tag gehabt, Levi einen etwas effizienteren Tag gehabt, dann hätte Barcelona auch definitiv dieses Spiel in München gewinnen müssen. Jetzt habt ihr im Doppelpass auch viel über die Bayern berichtet, auch über den Abgang von Lewandowski, der ja lange in der Schwebe stand, sich lange angebahnt hat. Und dann natürlich auch über diesen furiosen Transfersommer. Hast du diese frühzeitigen Probleme der Bayern kommen sehen? Man hat schon auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass den Bayern natürlich jetzt gerade nach diesem Abgang von Levi vorne drin dieser klassische Neuner fehlt. Jetzt haben sie aber natürlich so furios gestartet, dass man sich dachte, okay, dass die Bayern sind jetzt nur noch besser geworden. Ja, die ersten Spieltage hieß es dann, sie sind jetzt noch unausrechenbarer. Jetzt kommen auch andere mal zum Zug. Sané, der wirklich top in die Saison gestartet ist. Jetzt, fünf Spieltage später, denkt man sich, hoppala, vielleicht fehlt da doch einer wie Robert Lewandowski. Ich weiß es nicht am Ende des Tages, ob es nicht vielleicht einfach ein Kopfproblem gerade ist bei den Bayern und auch bei den Gegnern der Bayern in der Fußball-Bundesliga, weil in der Champions League, wenn sie müssen, dann liefern sie ja doch wieder ab. Ich glaube, der Kader ist ausreichend, definitiv, um Meister zu werden in der Champions League. Aber hast du das Spiel gegen Barcelona so gut gesehen? Ich gebe dir recht, das muss nicht 2-0 ausgehen, aber am Ende des Tages steht ein 2-0 da. Die Bayern hätten auch nicht dreimal in Folge 1-1 spielen müssen oder 2-2 in der Fußball-Bundesliga. Da hatten sie auch gerade gegen Gladbach. Du sprichst es an, ne? Gladbach war massiv viel. Also ich meine, hätten die da nicht Jan Sommer im Tor gehabt in einer überragenden Form, hätten sie das Spiel auch gewonnen. Das ist halt nun mal Fußball. Am Ende des Tages stehen jetzt eben 4 sieglose Spiele in der Fußball-Bundesliga. Ich glaube, es ist die Mischung aus die Spieler, die vielleicht dann doch irgendwann ein bisschen erfolgsmüde oder Bundesliga-müde werden. Weiß ich nicht. Felix, gut, du hattest jetzt das Problem. Das Problem hattest du ja wahrscheinlich eher seltener, stimmt. Entschuldigung. Und auch der Kombination aus den Gegnern. Ein FC Augsburg empfängt jetzt auch die Bayern und weiß, wir können Punkte holen. Und das war, glaube ich, vor einem Jahr auch anders. Das hat sich, glaube ich, so mit Ende der letzten Saison geändert, dass auch die Gegner in der Fußball-Bundesliga von den Bayern merken, dass sie schlagbar geworden sind. So, das ist halt das zusammen. Und was fehlt? Ist es der Zielspieler vorne? Der richtige klassische Neuner? Ja, Mané kann auch ein Tor treffen. Also, ja, macht er ja nicht aktuell. Ja, jetzt seit 5 Spielen. Das ist halt gerade blöd. Ich meine, Lewandowski hat auch mal 3 Spiele hintereinander nicht getroffen. So. Und dann sah es auch doof aus bei den Bayern. Also lass den Mané mal jetzt wieder ankommen. Der wird schon auch wieder im Laufe der Saison das Tor treffen. Also ich glaube, das Problem ist nicht der fehlende Zielspieler vorne drin. Die Spielertypen, die sie vorne drin haben, sind vielleicht alle ein bisschen ähnlich, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, daran liegt es nicht. Hallo? Ich bleibe dabei. Also ich sage nach wie vor, du hast recht, viele ähnliche Spieler vorne und halt eben nicht diesen einen. Ne? Also egal, was sie am Anfang alle erzählt haben, nach den ersten 2 Spielen, Bayern München überragend, noch besser geworden. Meiner Meinung nach, und verbessert mich gern, wenn du Robert Lewandowski abgibst, kannst du nicht besser geworden sein. Das geht für mich nicht. Robert Lewandowski ist für mich aktuell der beste Spieler der Welt. Und der hat Bayern München so stark gemacht. Nicht zufrieden mit der Ansage? Nein, auf gar keinen Fall. Nee, er natürlich so Geraldo Becker, hä? Nee, ist er nicht. Aber ist... Wer ist es?
Wer denn? Ja, ganz klar Karim Benzema. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Mehr muss ich auch nicht dazu sagen. Das Bayern-Thema ist für mich auch relativ schnell gesagt. Wir haben nach dem ersten Spiel gegen Frankfurt alle gedacht, dass sie die Liga zerschießen. Aber ich glaube einfach, dass man sich ohne Lewandowski besser auf Bayern einstellen kann. Wir haben gesehen, sie haben die unglaubliche Geschwindigkeit mit Sané, mit Mané, mit Gnabry, mit Musiala. Dann stehst du halt tiefer und lässt die Geschwindigkeit nicht zu. Natürlich hatten sie auch vorher Geschwindigkeit mit Lewandowski, aber damit hatten sie einen Spieler, der halt dann auch seine Lücken gefunden hat in der tiefstehenden Abwehr und der dann irgendwann auch bei Flanken, bei Eingaben den Riecher hatte und nicht zu verteidigen war. Ich glaube, Müller sagt es auch immer wieder, das Zusammenspiel mit ihm, das hat blind funktioniert. Da brauchen die nur einen halben Meter Platz, den haben sie sich gesucht und gefunden. Und der Spieler ist halt nicht da. Ich glaube, dass die Gegner sich relativ schnell jetzt auf die Spielweise von Bayern schon eingestellt haben. Und da müssen sie jetzt halt Lösungen finden, die Geschwindigkeit auch effektiv einzusetzen. Trotzdem muss man ja sagen, wir haben das Gladbach-Spiel gesagt, jetzt auch das Augsburg-Spiel, die Chancen sind trotzdem da. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt keine Chancen haben. Sie spielen es halt nicht konsequent und teilweise auch überheblich. Und jetzt geht es halt nicht ganz so leicht vom Fuß nach so einer Serie, wo sie nicht gewonnen haben. Und ich bin gespannt, wie es die nächsten Spiele weitergeht. Jetzt ist ja leider erstmal Länderspielpause, aber wir bleiben dran. Ja, du sagst was ganz Interessantes, dass die Mannschaften sich vielleicht auch schon frühzeitig auf die Bayern eingestellt haben. Ich erinnere mich ans erste Spiel gegen Frankfurt. Frankfurt hat sie ja hoch verteidigt, hat natürlich Bayern München total in die Karten gespielt. Die sind da einfach mit den Manés, Comans und Sanés, sind die da einfach wirklich drüber gebrettert. Das war ja unfassbar. Hat man sich vielleicht auch so ein bisschen von blenden lassen, von diesem ersten Spiel gegen Frankfurt, wo es dann auch so deutlich war? Ich meine, Frankfurt wäre nicht irgendeine Mannschaft, die haben die Euroleague gewonnen. Frag mal den 60er, ich glaube, der genießt das doch gerade total, oder? Ja, das heißt, ich genieße es. Ich glaube, jeder Fußballfan in Deutschland findet das, was da gerade passiert oder was jetzt die letzten Spieltage passiert, ist wahrscheinlich gut, dass da eben mal dieser lang ersehnte Wechsel stattfindet. Ich meine, die Saison ist immer noch jung. Es sind jetzt, glaube ich, 7 Spieltage erst gespielt. Also da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Aber natürlich, ich meine, Union steht jetzt oben, Freiburg steht oben. Damit war jetzt vielleicht nicht unbedingt so zu rechnen. Aber ja, Fußballherz, was willst du mehr, oder? Also ich finde das mega. Ja, wie gesagt, jeder hat sich ja so ein bisschen danach gesehnt, mal, dass nicht immer Bayern von Anfang bis Ende oben steht, dass es mal ein bisschen knapper wird. Vielleicht passiert es dieses Jahr, die Saison ist aber auch noch so lang, dass es natürlich sich auch noch viel ändern kann. Aber ich finde diese Lewandowski-Thematik auch ganz spannend, weil ich glaube, gerade in solchen Spielen jetzt, er war einfach, wie Felix das gesagt hat, er war einfach dieser Spieler, der war einfach nicht zu greifen. Der hat einfach aus unmöglichen Situationen dann auch das Tor geschossen, egal ob mit Kopf, mit dem linken, mit dem rechten Fuß, egal wie, er hat dieses Tor gemacht und vielleicht fehlt das aktuell, aber ich glaube, dass diese Bayern-Mannschaft trotzdem gut genug ist. Die haben so viel Qualität und vielleicht braucht das einfach jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, am Ende der Saison, ob sie ganz oben stehen, wird sich zeigen, aber ich denke, die nächsten Wochen werden sie auf jeden Fall wieder marschieren. Ich leg mich fest, Bayern wird Meister. Ja, ich mich auch. Ja, ihr auch? Ja. Ja, im Zweifel ist es immer so, leider. Ne? Wir haben hier gerade noch einen Kommentar eingeblendet aus dem Kicker. Nagelsmann ist als Bayern-Trainer noch ein Azubi. Würdet ihr dem per se zustimmen? Gab es ja jetzt auch die Geschichte, dass Kimmich wohl die Anweisung bekommen hat, als Rechtsverteidiger zu spielen und soll wohl dem Trainer gesagt haben, du Chef, schöne Idee, aber mach ich nicht. Ja, krasser Artikel vom Kollegen Carlo Wild, der hat Nagelsmann dann wirklich mal ordentlich an der Wand genagelt. Oh. Ja, oh, gut. Ich glaube, dass, also Julian Nagelsmann wirkte auf der Pressekonferenz nach dieser Niederlage gegen Augsburg auf mich schon sehr dünnhäutig. Und das ist das Einzige, was mir an ihm nicht so gefällt, dass ich mir denke, du musst nach außen immer das Bild abgeben, dass du immer noch einen Plan B, C, D in der Tasche hast als Trainer. Er wirkte sehr ratlos und sehr angefressen. Und man sagt ja auch, dass die Kabine gespalten sein soll in der Meinung zum Trainer. Was sagt man? Hol uns da gerne mit ins Boot. Was hast du gehört?
dass er nicht die volle Rückendeckung so von der Mannschaft hat. Also die Kimmich-Geschichte, die du da jetzt gesagt hast, die spiegelt das ja ganz gut wider. Und Niko Kovac musste damals bei Bayern gehen, genau aus dem Grund, weil er ja die Kabine nicht hinter sich hatte. Und ich glaube, da muss man gerade in München, oder wahrscheinlich in jedem Verein, aber in München vielleicht noch mal ein Stück weit mehr, super aufpassen. Also ich glaube, wenn das, wenn da die Stimmung droht zu kippen, ich weiß nicht, ob du da nochmal das Ruder rumgerissen bekommst. Und da wird es jetzt ganz entscheidend, was jetzt passiert. Jetzt sind in der Länderspielpause natürlich viele nicht da in München. Das ist das Leid des Rekordmeisters. Danach die Spiele gegen Leverkusen, Dortmund, glaube ich, das sind so die Spiele der Wahrheit jetzt. Absolut. Entweder lachen wir dann danach darüber und sagen, mein Gott, war das nicht schön, als wir uns mal gefreut haben, dass Union Berlin Tabellenführer war, oder dann wird es wirklich dünn. Was meint ihr? Seht ihr Bayern in der Krise, seht ihr Nagelsmann auch berechtigt in der Kritik? Ja, wenn du natürlich die Ergebnisse mit Bayern München nicht lieferst, dann bist du als Trainer automatisch in der Kritik. Also es wäre völlig egal, wer da an der Seitenlinie stehen würde, ob es jetzt Nagelsmann oder Zidane oder Tuchel ist. Die Ergebnisse müssen stimmen. Ne? Ich glaube auch, dass es durchaus auch ein bisschen Pech ist, was sie haben, ne? Und die Effizienz, die gerade vorne fehlt. Felix hat es auch gesagt, die Mannschaft ist so gut besetzt, sie müssen eigentlich in der Lage sein, in jedem Spiel 3-4 Tore schießen zu können. Das tun sie gerade nicht. Ich bin aber auch bei euch und leider, ich glaube, dass sich das auch wieder ändern wird und dass Bayern dann auch wieder die Punkte holt. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war Borussia Dortmund, glaube ich, mit 9 Punkten Vorsprung nach 8 Spieltagen vor dem Bayern Erster. Und am Ende hatten die Bayern, glaube ich, wieder 17 Punkte vor. Das lag also aber mehr an Dortmund an der Stelle. Absolut. Ja, absolut. Die haben auch ein Derby verloren dann. Aber stimmt, ja. Den Krieg fechten wir heute noch aus. Ja, machen wir. Genau. Wir gehen an die Torwand doch. Ja, ich freue mich drauf. Aber ja, ich glaube, am Ende ist es so, die Gegner haben diese Konstanz in der Regel nicht. Bayern hat sie gerade auch nicht, aber in der Regel entwickeln sie diese wieder. Und dann hat in der Bundesliga keiner eine Chance. Also die Meisterschaft geht nur über den FC Bayern München, das ist völlig klar. Geht sie auch weiter mit Julian Nagelsmann, die Reise? Ich könnte mir vorstellen, dass Thomas Tuchel sich schon die Hände reibt, ehrlich gesagt. Oh, Felix schüttelt im Kopf. Das muss mit ihm besprechen. Ja, ich sehe ihn da auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er da Lust drauf hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass er da... Ja, aber das also halte ich auch voll dagegen. Also ich meine, du gestattest doch nicht Julian Nagelsmann. Wie alt ist Julian jetzt? 35? Man hat ihm einen 5-Jahres-Vertrag oder was gegeben. Ja, aber es wer könnte klar, ihn jetzt... Klar, dass du die Entwicklung mit ihm gehen musst ein Stück weit, ja, und dass solche Phasen wie jetzt auch dazugehören. Und ich glaube, ja, und das hört man ja auch von den Vorständen vom FC Bayern gestern und heute so raus, dass er die volle Rückendeckung hat. Ich glaube, das dauert noch, bis der wirklich angezählt wird. Aber ist ein Vertrag ein Argument? Ja. Ich glaube, das Gesamtkonzept, Konstrukt, also du hast eine Rekordablöse für diesen Trainer bezahlt und hast ihn mit einem außergewöhnlich langen Vertrag ausgestattet. Ich glaube, über 5 Jahre. Und damit hat man, glaube ich, schon signalisiert, dass man mit Julian Nagelsmann einen Weg gehen möchte und dass der nicht nur steil bergauf gehen kann, war klar. Und deswegen, wenn du jetzt 3-mal unentschieden und 1-mal verloren hast in der Fußball-Bundesliga, während du gleichzeitig in der Champions League deine Hausaufgaben gegen Inter und Barca gemacht hast. Aber in der Champions League auch Glück gehabt. Hm? In der Champions League auch Glück gehabt. Ja, und in der Bundesliga Pech gegen Gladbach. Also ja, ist immer eine Frage, ob du halt spielerisch so überzeugst. Egal, ob du gewonnen hast oder verloren hast, du kannst ja auch verlieren, aber super gespielt haben. Ja, aber du hast jetzt eben die ganze Zeit die Stürmer-Thematik angesprochen. Da kann Julian Nagelsmann auch nichts dafür, dass er jetzt einen Lewandowski nicht mehr in der Mannschaft hat und er keinen Zielspieler vorne drin hat. Aber Bayern München kann was dafür, dass sie keinen Zielspieler geholt haben. Ja, aber da kann ja der Trainer nichts dafür. Und jetzt dann den Trainer anzuzählen, der ist halt immer der Erste, der die Kritik einstecken muss. Ja gut, aber dein Trainer ist ja... Kannst du mir mal einen Rücken stärken? Aber dein Trainer ist ja eigentlich dafür verantwortlich, dass er dann ein neues System ohne den Zielspieler baut, oder nicht? Das ist immer dieses Hokuspokus, der muss jetzt das System spielen und der muss sich da was einfallen lassen. Im Endeffekt muss einer mal wieder den Pass vernünftig im Fuß spielen, dass du mit dem zweiten Kontakt abschließen kannst und nicht irgendwas Besonderes machen. Es geht nicht darum, den Plan C oder D in der Taktik zu haben, sondern den Jungs das wieder in den Kopf zu kriegen, dass sie konsequent sein müssen, dass sie auch Bayern-Spieler das Einfache machen müssen, um dann zaubern zu können. Und wenn Bayern ein Spiel hat, wo sie mal wieder 1-0 in Führung gehen oder 2-0 gegen eine Mannschaft wie Augsburg, dann gewinnen sie das auch mal ganz schnell wieder 5-0. Nur sie müssen auch, wie gesagt, auch Bayern muss mal einfache Dinge erst richtig machen, um dann wieder zu zaubern. Und das müssen sie jetzt erstmal wieder hinkriegen. Und nicht, ob die jetzt 4-2-2-2 spielen oder 4-3-3 oder sonst was, das ist dann egal. Vielleicht einfach mal lupen. Das ist immer die beste Lösung. Den hast du noch nie gehört, oder? Von daher, das ist immer jetzt, da können sie Kolumnen schreiben und Kommentare, wie sie wollen und da die Taktik ändern. Die Spieler sind gut genug, die müssen es halt nur konsequent auf den Platz bringen und dann, wie gesagt, ich habe mich ja festgelegt, dass Bayern Meister wird und das wird auch, da werde ich auch bei bleiben.
Wir sehen die Tabelle im Hintergrund, wird auch gleich nochmal eingespielt. Union Berlin, kann man sagen, davongezogen. 5 Punkte Vorsprung vor den Bayern, die Dortmunder 3 Punkte vor. Wir haben gerade über den Zielspieler geredet. Wird Bayern vielleicht auch im Winter aktiv oder meint ihr, die werden den Weg erstmal so weiterfahren? Was würdet ihr ihnen vielleicht auch raten? Boah, da muss es natürlich erstmal den Markt für geben. Ne? Also im Winter ist es, glaube ich, immer ziemlich schwierig, dann auch einen Spieler irgendwo loszueisen, der dich dann wirklich qualitativ so sehr weiterbringt. Wenn du natürlich jetzt große Verletzungsprobleme hast, dann holst du mal einen, den du irgendwie haben kannst. Aber da jetzt wirklich den großen Fang zu landen im Winter, glaube ich, aus Bayerns Sicht sehr, sehr schwierig. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, Winter ist eben ein schwieriger Markt, gerade für solche Mannschaften da. Jetzt noch einen richtigen Top-Transfer zu machen, Modest werden sie nicht holen. Von daher glaube ich nicht, dass sie da großartig was machen werden. Und vielleicht stellt sich die Frage im Winter auch schon gar nicht mehr. Ja, ne? Ja, schließe ich mich an. Ich glaube auch, dass wir im Wintertransferfenster über andere Themen wieder sprechen werden. Über die Langeweile in der Fußball-Bundesliga. Vielleicht über Maxi Wittek. Wenn Davis sich verletzt, linke Seite. Ja, oder sein Trainer doch eher, oder? Ja, Maxi. Ich kann dazu nur so viel sagen wie ihr auch. Das, was online stand. Was am Ende dann da passiert, kann ich auch nicht beeinflussen. Aber ich habe es natürlich auch heute gelesen. Erzähl es kurz einmal ganz kurz, um die Zuschauer mit ins Boot zu holen. Was hast du gelesen? Ist heute aufgeploppt, dass unser Trainer von Vitesse Arnhem wohl bei VfL Bochum im Gespräch sein soll. Laut den Medien soll es schon relativ weit sein. Ich kann dazu wirklich nicht mehr sagen. Ich habe auch die Meldung gelesen im Kicker vorhin. Ja, was denkt man sich dann? Stelle ich mir jetzt auch irgendwie blöd vor, wenn du so die Nachrichten aufmachst und denkst, oh, mein Trainer ist jetzt vielleicht dann bald weg. Ja, ich war schon geschockt natürlich. Also das ist was, wir sind jetzt auch nicht gerade so stark in die Saison gestartet. Wir haben jetzt 5 Punkte aus 7 Spielen. Das kommt auch noch dazu. Aber ja, einfach Überraschung. Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Inwieweit das Ganze dann vollzogen wird, das wird sich, denke ich, die nächsten Tage zeigen. Bis dahin, ja, abwarten.